Es ist absolut unglaublich, was es da alles gibt. Also, du hast über alles Mögliche an Sushi, Pizza, Salate, Nudeln, asiatisches Essen allgemein. Also, das ist wirklich für jeden was dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Diesmal habe ich für euch 8 so Dinge, die es in Deutschland nicht gibt, die es in den USA gibt. Und es sind zum einen so ganz tolle Sachen, die ich mir gerne auch in Deutschland wünschen würde. Zum anderen sind es aber auch so random irgendwelche Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Und das ist jetzt weder positiv noch negativ, dass wir es in Deutschland nicht haben. Und ja, ich starte mal direkt eigentlich mit fast dem Besten. Und zwar gibt es bei ganz vielen Supermärkten, also zum Beispiel im Großhandel bei Costco, aber zum Beispiel auch bei Whole Foods, wo ich ja auch schon Videos gedreht habe, gibt es so riesige Bereiche. Wegmans ist auch noch ein anderes Beispiel. Es sind einfach Supermärkte, aber es gibt riesige Bereiche, wo man sich fertiges Essen holen kann. Also da ist wirklich für jeden was dabei, von verschiedenen Sushi-Sachen, Pizza, Salate, Nudeln, asiatische Sachen, fernöstliche Sachen, also wirklich alles Mögliche. Und das sind wirklich riesige Bereiche, wo du dir dann selber teilweise, und die Sachen werden frisch gemacht und man kann sich die dann so selber zusammensuchen. Und ja, das ist einfach echt cool. Man kann sich dann da auch direkt so hinsetzen. Es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Restaurant. Also ich meine, man sitzt natürlich immer noch im Supermarkt. Aber ich würde sagen, auch wenn das Ganze nicht unbedingt ganz billig ist, ein bisschen günstiger als in so einem Restaurant oder Fastfoodladen kommt man schon noch hin. Und die Qualität ist wirklich durch die Bank weg sehr gut. Und ja, in Deutschland haben wir sowas, wenn überhaupt, würde ich jetzt mal behaupten, nur so im kleinen Rahmen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Rewe manche so eine kleine Sushi-Station haben, wo Leute wirklich oder wo die Köche halt wirklich direkt stehen und das Sushi ganz frisch zubereiten. Aber das ist halt, wie gesagt, dann wirklich mal so ein ganz kleiner Stand, wirklich nicht zu vergleichen mit dem, was Amerika da alles anzubieten hat. Jo, aber mein zweiter Punkt ist, das werde ich euch auch gleich mal bei uns direkt zeigen. Und zwar gibt es hier an der Spüle so einen Garbage Disposal, nennt sich das. Und der schreddert die Sachen, die man da reinwirft. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie abwäscht und man hat noch irgendwo Essensreste, kann man das eigentlich, naja, mit gutem Gewissen will ich nicht unbedingt sagen, weil super toll ist es eigentlich nicht für die Umwelt, aber man kann das theoretisch da alles so reinschaufeln und der Schredder zerschreddert es dann. Ich bin da tatsächlich so, weil ich auch eigentlich nicht gewöhnt bin, dass man sowas hat. Ich versuche es eher zu vermeiden, da jetzt so viele Essenssachen reinzumachen, aber so, wenn es mal so kleinere Sachen sind, ist es natürlich ganz nett, dass man dann weiß, dass das jetzt nicht unbedingt direkt die Spüle verstopft. So, so sieht das Ganze abgefilmt aus. Also das ist unsere Spüle und dann haben wir hier den Knopf. Also ich habe jetzt leider gerade nichts, was ich schreddern kann, aber so von der Technik her versteht ihr es, glaube ich. Jo, als dritten Punkt habe ich etwas, das ist eigentlich eher random, und zwar die Top Sheets auf Betten. Also ich würde jetzt mal behaupten, das haben wir in Deutschland nicht so. Wir haben ja halt ganz normal die Bettdecke und die Kissen. Bei den Amis ist da aber meistens nochmal so eine Coverdecke drüber. Das fällt mir besonders immer in Hotels auf, weil wir hier haben das jetzt nicht, weil ich sehe nicht wirklich den Sinn darin. Ich meine, klar, es sieht halt ein bisschen schöner aus und sorgt dafür, dass halt die Decke, weiß ich nicht, über den Tag nicht verfratzt oder nicht dreckig wird. Aber es ist halt irgendwie relativ lästig. Also ich würde sagen, man macht das wirklich, damit es schön aussieht. Und damit wird dann aber eben nicht geschlafen, sondern das macht man halt dann, wenn Schlafenszeit ist, vom Bett runter und ja, liegt dann da ganz normal mit der Bettdecke. Der nächste Punkt ist auch eher random, aber ich fand das ganz witzig und wollte es deswegen mal mit reinnehmen. Also die Amis haben ja ganz viele Sachen, die für uns so ein bisschen okay, braucht man das unbedingt, sind. Und eine Sache davon ist, die haben so Suppen, also Gemüsebrühe und was es da nicht alles gibt, in fertigen Tetrapacks im Supermarkt stehen und du kannst das dann direkt so kaufen. Also ich meine, wir haben natürlich auch diese Fertigsuppen, wo du dann halt das Pulver hast und du musst dann selber noch Wasser reinmachen und das warm machen. Bei den Amis ist da wirklich schon alles vorgefertigt. Man kann sich dieses Tetrapack kaufen und das dann eben so nochmal in die Mikrowelle stellen und aufwärmen. Und ich habe es leider noch nicht probiert, weil
ich mir so dachte, das wird wahrscheinlich nicht so sonderlich lecker sein. Kann sein, dass ich es mir vielleicht demnächst irgendwann mal hole, einfach nur, dass ich mal gucke. Ich meine, manchmal hat man ja auch Unrecht. Vielleicht ist es ja auch eine ganz super Methode, sich schnell eine Suppe zu machen. Aber momentan kann ich leider noch nicht sagen, wie gut das ist. Und eine weitere Sache, die ich habe, die sehr praktisch ist, also generell, man kann fast überall mit Kreditkarte zahlen. Ich denke mal, das ist größtenteils bekannt. Aber man kann auch an einer Tankstelle mit Kreditkarte bezahlen. Und zwar ist da wirklich direkt da, wo man tankt, so ein kleines Ding eben, wo man die Kreditkarte reinstecken kann und dann da ganz gechillt bezahlen kann und dann direkt wieder wegfahren kann. Also man muss da nicht irgendwie erstmal irgendwo rein. Und sieht wieder tausend Fressenssachen, gerade in Amerika. Also was es da an Tankstellen nicht alles gibt, so frische Donuts zum Beispiel. Also auf jeden Fall ganz praktisch, dass man da direkt an der Tankstelle bezahlen kann und nicht erst irgendwo rein muss. Und dann habe ich einen weiteren Punkt, der mir sehr positiv hier aufgefallen ist, beziehungsweise es ist eigentlich nicht nur positiv, weil ich dadurch mehr esse, aber ich finde, also es gibt ja generell eine riesige Auswahl an allen möglichen Sachen hier in den USA. Und teilweise kann es auch nervig sein, weil, also ich stehe zum Beispiel, neulich stand ich mal vorm Bacon-Regal, ich wollte mir Bacon holen. Und ich bin da einfach mal so, ich nehme mir eigentlich das Günstigste, weil es ist halt immer Bacon. Und da musst du dann aber erstmal, also das kostet mich teilweise 3, 4 Minuten, da wirklich an den Regalen lang zu gehen, von oben nach unten, immer zu gucken, wo da jetzt der günstigste Preis ist und wie das aussieht. Und ja, da ist es einfach ein bisschen nervig. Wo ich es aber cool finde, ist beim Eis. Das habe ich euch ja auch mal aufgefilmt. Habe ich euch mal gefilmt, wie so aufgefilmt, gefilmt. Und ja, also da gibt es, ich meine, in Deutschland haben wir natürlich auch einiges, aber da gibt es, also hier gibt es so viele Sachen, also Sachen, die ich mir nicht mal in meinen Träumen vorgestellt habe. Also zum Beispiel diese Salted Caramel Sachen finde ich immer ganz gut in Kombination mit Schokolade. Dann die Pecan Sachen, also mit dieser Nussart, auch mit Karamell, Vanille, Schokolade. Und ja, also muss ich da überhaupt noch mehr erzählen? Es gibt ganz viele so Markensachen, wo dann halt eben Twix, Snickers, Bounty oder was auch immer in der Schokolade mit rein ist. Ganz viele Reese's-Sachen. Also das auch. Also auf jeden Fall für jeden was dabei. Und es ist super, super lecker. Ein weiterer Punkt, und der darf auf jeden Fall auf dieser Liste auch nicht fehlen, ist Target. Also ja, das Shopping. Keine Ahnung, wie nennt man das Gedöns? Target. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist ein Geschäft, wo, also ich meine, ich denke mal, viele von euch haben davon gehört, wo einfach wirklich alles kombiniert wird. Du kannst da wirklich Bauartikel kaufen und aber auch Schminke. Sie haben ganz viele Essenssachen, also wirklich auch leckere Sachen. Es gibt so wie Home Depot, also so Badezimmerartikel, allgemein irgendwelchen Schnickschnack, alles Mögliche. Also du kannst da wirklich reingehen und weiß ich nicht, wie viele Stunden dort verbringen und dir wirklich aus allen möglichen Sachen was kaufen. Und das war jetzt für mich zum Beispiel sehr praktisch. Ich bin ja nun erst seit November hier und habe dann dementsprechend ganz viele Sachen halt gebraucht, um mich hier einzurichten. Und da konnte man einfach zu Target gehen und hatte eigentlich alles so kombiniert, was man so braucht. Das war also sehr praktisch, dass ich dahin gehen konnte und nicht irgendwie zu 5 anderen Läden. Ja, eine weitere Sache ist, dass es hier fast überall Toiletten gibt. Also ich finde es vor allem praktisch so an Tankstellen oder auch im Supermarkt. Ja, also und eigentlich nicht nur da. Also hier ist eigentlich überall die Möglichkeit, eine Toilette zu finden. Das war in Deutschland teilweise ein Problem, wenn man so ein bisschen eine schwache Blase hatte, sage ich jetzt mal. Und last but not least, das ist auch ein ganz schneller Punkt jetzt, die Eiswürfel, die es am Kühlschrank gibt. Und zwar generell, also die Kühlschränke können hier halt immer alle möglichen Arten von Wasser produzieren, lauwarm, kalt, super kalt, Eiswürfel gecrashed. Ich kann euch jetzt leider meinen Kühlschrank nicht zeigen, weil wir haben zwar dieses Wasserding, aber er macht leider keine Eiswürfel. Von daher musst du jetzt mal ein Bild herhalten. Aber ich bin eine Person, ich liebe Eiswürfel über alles. Ich eigentlich immer, wenn ich was trinke, trinke ich es mit Eiswürfeln. Und da ist es natürlich super praktisch, dass man das da direkt am Kühlschrank machen kann.
Ja, und das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Mich würde das sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren vielleicht schreibt, was euch noch so eingefallen ist, was ich jetzt vielleicht nicht genannt habe oder auch was ihr zu den Sachen, die ich gesagt habe, zu kommentieren habt. Also, ob ihr das auch so seht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.